Es geht nicht nur um Ruhm und Ehre. Es geht um viel Geld, wenn die Helden der Bildschirme in Südkorea in die Arena steigen. Allein die Sommer-Playoffs der nationalen Gamerliga LCK in Seoul verfolgen 1,5 Millionen Zuschauer online. Zwei Teams mit jeweils 5 Spielern treten gegeneinander an. Das Preisgeld liegt bei umgerechnet 260.000 Euro. E-Sports werden überall auf der Welt immer beliebter. Inzwischen schauen sich Millionen Menschen regelmäßig die großen Turniere im Stream an. Südkorea gilt dabei als ein Pionier. Hier ist die Begeisterung der Jungen für Videospiele so groß, dass es auch zur Herausforderung für Eltern und Schulen wird. Zocken als Unterrichtsfach in der Schule, das ist in Südkorea nicht mehr ausgeschlossen, wie ein Beispiel einer Schule in Seoul zeigt. Der Bolzplatz der nächsten Generation liegt im virtuellen Raum. Die Unpyeong Meditech High School in Seoul bietet seit 2 Jahren auch eine Spezialisierung auf E-Sports an. Sie ist eine der ersten Schulen in Südkorea, die das Training mit Videospielen zum regulären Unterrichtsfach erhoben hat. Ich übernehme, folg mir einfach. Schüler wie der 17-jährige Yunho verbringen bis zu 19 Stunden pro Woche im Klassenraum des Leistungskurses. Hier ist es, hier. Auch der Lehrer hat Glaubwürdigkeit als Gamer. Chongqing Park hat früher selbst auf Profiniveau gespielt. Heute unterrichtet er den Nachwuchs. Ab der 10. Klasse werden E-Sports an dieser Schule als Schwerpunktfach angeboten. Bis zum Highschool-Abschluss in der 12. Unsere Schüler spielen gerade auf einem sehr hohen Level. Die Besten gehören zu den Top 300 im Land. Einige sind sogar noch besser. Wer sich im Leistungskurs durchsetzt, überzeugt meist auch die Eltern, die nicht selten in ihrer Jugend selbst gespielt haben. Viele Schüler hoffen auf einen Profivertrag bei den Großen, auch Yunho. Einer der häufigsten Berufswünsche in Südkorea. Die wenigsten können mit so viel Unterstützung rechnen. Ich finde das schon hilfreich hier, du hast die Chance, dich zu verbessern. Abteilungsleiter Okshik Yu hat das Fach ins Leben gerufen. An der privaten Highschool war das letztlich auch eine Sache von Angebot und Nachfrage. Die Schüler waren ohnehin schon begeisterte Gamer. Es gab eine Umfrage, welche Berufsziele Schüler interessant finden. Da wurden auch die E-Sports genannt. Schon in der Grundschule und in der Mittelstufe hört man das. Wir haben dann angefangen, uns dementsprechend zu organisieren. Videospiele sind Volkskultur in Südkorea. Sie werden hier stärker anerkannt. Dank tausender Online-Cafés gehören sie zum Alltag. Nach der Schule geht es für viele erstmal zum Zocken. Dass E-Sports ausgerechnet in Südkorea so beliebt sind, ist kein Zufall. Hier wurde schon in den 90er Jahren die Internetverbindung so gut ausgebaut, dass bald schnelles Internet überall verfügbar war. Und weil nicht jeder einen guten Rechner zu Hause hat, schossen bald auch die sogenannten PC-Banks aus dem Boden. Tausende von Internetcafés mit leistungsfähigen Rechnern, die aufs Gaming spezialisiert sind. Sie zu nutzen ist billig und das Ganze steht auch Minderjährigen offen. Und seitdem kennt die Begeisterung für E-Sports in dem Land keine Grenzen mehr. An der Unpyeong Meditech High School betrachten sie das Training als pädagogisch sinnvoll. Sinnvoller jedenfalls, als die Jugendlichen ständig vom Gaming abzuhalten. Wenn schon E-Sports, dann richtig, so die Überlegung. Sie sind noch Kinder, sie können ihre Träume nicht so leicht aufgeben. Sie müssen es ausprobieren.
Einige begreifen erst dann, dass sie gar nicht so gut sind. Dann fällt es ihnen aber leichter, sich für einen anderen Weg zu entscheiden. Nur die Hälfte eines Jahrgangs darf auch den Abschluss in E-Sports machen. Für all diejenigen, deren Träume schon geplatzt sind, hält die Schule eine Auffanglösung bereit. Der sogenannte Medienkurs mit Stunden in Grafikdesign für andere Berufsfelder in der digitalen Medienwelt. Wie überall im Land verbringen die Schüler fast den ganzen Tag hier. Yunho ist froh, unter Gleichgesinnten zu sein. Aber das heißt auch Wettbewerb. Wie immer im konkurrenzorientierten Bildungssystem von Südkorea geht es darum, der Beste zu sein. Auch die fähigsten Gamer müssen die klassischen Schulfächer pauken. Für Yunho eher ein Störfaktor. Es gibt für ihn Wichtigeres als den Schulabschluss. Ich möchte in der Schule zwar so weit kommen wie möglich, aber ich habe das Gefühl, dass ich durch das Lernen zu viel Trainingszeit verliere. Deshalb denke ich darüber nach, von der Schule abzugehen. Dem Lockruf der glanzvollen Profiwelt in Südkorea zu widerstehen, das hat schon manchen Teenager überfordert. Immer wieder verlassen Schüler die Highschool ohne Abschluss, wenn sie die Chance für einen Wechsel in eines der gut bezahlten Profiteams haben. Wir Lehrer versuchen sie davon abzuhalten, aber es gibt eine ganze Reihe von Fällen, in denen die Eltern ihre Kinder sogar darin bestärken, abzugehen, wenn sie ein Angebot erhalten. Er hat geschafft, wovon so viele in Südkorea träumen. Yunsu Jong alias Peter wird seit 3 Jahren fürs Computerspielen bezahlt. Dafür brach er im Alter von 17 Jahren die Schule ab. Mit heute 20 blickt er schon mit der Abgeklärtheit eines Älteren auf seine Mitbewerber, die immer jünger werden. Verglichen mit anderen kam mein Einstieg ins Profigeschäft sogar relativ spät. Das höre ich so von Leuten, die jünger sind als ich und ihren älteren Brüdern. Die Chance, es tatsächlich in die Elite der hochbezahlten Gamer zu schaffen, ist verschwindend gering. Nur etwa 150 Spieler zählen zur Profiriege in Südkorea. Der Konkurrenzdruck ist hoch. Ich trainiere grundsätzlich ab 10 Uhr morgens. Das kann bis 4, 5 Uhr am nächsten Morgen gehen. Wenn du also ein professioneller Gamer in Korea werden willst, dann geht es gar nicht anders, als dass du die Schule aufgibst. Beim landesweiten Amateurwettbewerb, dem Präsidentencup, hat es Yunho mit einem Team in die Endrunde geschafft. Das Turnier wird von der Regierung gefördert, denn die E-Sports sind ein bedeutender Wirtschaftszweig in Südkorea geworden. Gebt nicht auf, wenn ihr euch kaputt fühlt, schwört der Trainer Yunhos Team ein. Für die Jungen ist es Leidenschaft, für andere ein lukratives Geschäft. 250 Millionen Euro Jahresumsatz erzielt die E-Sports-Branche in Südkorea. Ein durch und durch kommerzialisierter Sport und ein knallharter Wettbewerb. Viele Neulinge spielen einfach nur den ganzen Tag und dann wundern sie sich, ich habe doch schon so hart gearbeitet, warum bin ich nicht weitergekommen? Aber sie müssen eben auch clever spielen. Das müssen sie noch lernen. Yunhos Team schafft es beim Turnier nicht ins Achtelfinale, doch seine Träume kennen kein Game Over. Vielleicht schon im nächsten Jahr will er auch Teil eines Profiteams sein und in die große Arena steigen. Wenn euch noch mehr spannende Themen aus Ostasien interessieren, dann schaut euch doch mal unseren Film über das gesündeste Schulessen der Welt an. Oder den Beitrag über die japanischen Streitkräfte und ihren Kampf gegen den härtesten Gegner, den Geburtenrückgang im Land.